Hallo und willkommen zurück. Ich muss leider die Fastenzeit kurz unterbrechen. Ich muss sie kurz unterbrechen für einen neuen Artback Whisky, der mir als Probe dankenswerterweise zugekommen ist. Es handelt sich um Artback Culpie Committee Release, der am 16. März 2017 um Punkt 10 Uhr verkauft wird. Und da hilft es nichts, da muss ich ran, das ist meine Welt, das ist mein Getränk und ich will ein kleines Tasting machen dieses Getränks. Ich habe hier diese edle Probe mit 51,7% Volumenalkohol und habe hier eben, hier in dieser Probe, in diesem Gläschen diese Probe. Ihr seht es nochmal hier, dass ihr es sehen könnt. Not for resale mache ich natürlich nicht, das genieße ich selber. Gut, also machen wir es mal auf. Und irgendwie habe ich immer Probleme mit Öffnen von Flaschen. Also ich bin wohl kein, ich werde wohl nie Alkoholiker werden. Super. Also habe hier mein Tastingglas natürlich. Von Artback, habe hier ein bisschen Wasser, ein Spritzer Wasser, der soll mit Wasser getrunken werden und ich werde ihn gleich mal eingießen. Nur ein winziges Tröpfchen. Ja, das reicht für heute, weil wir sind ja in der Fastenzeit. Also hier, immer wieder am Glas, schön. Wunderbare Farbe. Die Farbe ist auch das, was diesen Whisky ausmacht. Poliertes Gold. Wie poliertes Gold, steht auch in der Pressemitteilung. Der Geruch, wundervolle, tanzende, intensive Aromen. Was sind denn tanzende Aromen? Aber intensiv ist es. Vielschichtig, ineinander verflochten mit kräftigem Torfrauch. Stimmt, ölige, dunkle Schokolade. Jawohl, passt. Geräucherter Fisch. Geräucherter Fisch, Algen und eine intensive Kräuternote, ja, die merke ich. Dazu Wellen von würzigem schwarzem Pfeffer und cremiger Kaffee, geräucherten weiter Butter, Toffee und Kiefernharz. Ich bin gespannt. Also, auf euer Wohl. Artback Culpie Committee Release März 2017. Ja, Wahnsinn. Boah, Freunde, wer Komiteemitglied ist, braucht dieses Getränk. Ja, Wahnsinn. Ich lese mal weiter. Ein Anklang von geräucherter Kokosnuss. Ich weiß nicht, wie geräucherte Kokosnuss riecht, aber Kokosnuss ist drin, ja. Im Daumen ein pfeffriges Mundgefühl, das kann man sagen, Freunde. Ich habe auch gleich ein bisschen hüsteln müssen. Augenblick mal. Gefolgt von einem Crescendo reichhaltiger Aromen. Toffee, türkischer Kaffee, rauchiger Speck und viele dunkle Schokolade. Ja, wenn ich so lese, merke ich es auch. Also nicht alles, aber zum Teil. Boah, ist das Ding gut. Fruchtiger, leicht angegorener Pfirsich. Noten von Hickory-Holz mit Nelkenöl folgen. Okay. Im Nachklang ein Hauch schwarzer Oliven. Das Finish ist scheinbar unendlich mit tiefen, unterirdischen Aromen von Gewürznelke, Teer und festen Toffee. Das schmeckt man alles raus. Es schmeckt man raus, ganz klar, logisch. Habe ich jetzt sofort geschmeckt. Im Ernst, ich schmecke nur einen Teil davon. Wenn ich es nachlese, kann ich es nachvollziehen. Aber es ist trotzdem der Hammer. Egal, ob ich das jetzt genauso rauslese oder nicht. Freunde, das ist ein Getränk, was ihr trinken müsst.
Ja, also ich würde sagen, Komiteemitglieder, ab 16. März 2017, ab 10 Uhr wird gekauft und wird richtig gekauft. Nicht nur ein Fläschchen, sondern 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fläschchen. Löst mal den Bausparvertrag auf und kauft mal Artback Calpee Committee Release 2017. Ich werde es auf jeden Fall weiter genießen. Es ist echt Wahnsinn. Also Artback, ihr bringt immer wieder eine Überraschung und ihr bringt immer wieder was Neues. Am besten gefällt mir übrigens die tanzenden Aromen. Also ich mache jetzt mal ein tanzendes Aroma. Lalalala. Zum Wohl. Prost. Slunchy. Tanzendes Aroma. Lalalala. Also, ich sollte vielleicht in der Hastenzeit keinen Alkohol trinken. Oh, das ist genial.